Hallo zusammen, willkommen zurück zu Minecraft Regrowth mit dem Castcrafter. Ja, hello. Und mir. Und diesmal sogar wieder mit Sachen. Genau. Allerdings das nicht ganz so, wie es sein sollte. Weil? Mein Grab nicht mehr auffindbar war. Deswegen mussten wir uns die Sachen so geben, beziehungsweise ich mir. Genau, weil ich hatte ja nur alles. Und dann haben wir noch ein paar Steine gefarmt, aber um die Bude mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen, ist aber noch viel... nötig. Und ich höre die ganze Zeit Monster. Ja, die sind bestimmt unter uns, in dieser Riesenhöhle dort. Oh mein Gott, da müssen wir irgendwann mal rein, wenn wir Waffen haben. Also richtige Waffen. Oh. Nicht so ein Flint-Ding. Oh, ja. Bitte, lass mich rein. Oh. Wir kommen mit Schwert hoch. Okay, warte, Questbuch. Warte, ich kill den. How to dive. Das kriegen wir, wenn wir das Ding abgeschossen haben. Ja, cool. Oh, oder warte, vielleicht können wir uns das auch bauen, das Buch. Oh. Der läuft hier die ganze Zeit. Oh, der hat einen Eingang gefunden. Lol. Ja, der ist nicht blöd. Was hat man davon, wenn man hier ein bisschen... Ich dachte schon, der geht so zielstrebig drumherum. Alter, die Wegfindung war dann aber gut. Oh. Guck mal. Ich gehe jetzt nachtschnorcheln, Peter. Ne, das ist aber echt dunkel, ne? Obwohl, mit dem Shader hat man, glaube ich, Licht, wenn man eine Fackel in der Hand hat. Jawoll. Ich gehe nachtschnorcheln. Tschüss. Lol. Ne, da habe ich Angst vor, weil ich kann nichts sehen. Absolut nichts. Ja, dann gehe ich alleine. Aber ich kann mal ganz kurz ins Questbuch gucken, dann bereite ich schon was vor, wenn du wiederkommst. Gleich sterbe ich einfach hier unten, verliere mein Grabstein wieder. Au, ja. Skelett. Ja, das einfach ist richtig alles cool. Weg. Die Fackel sieht leuchtet einfach. Mehr? Ja, mit Shader sieht man eh viel unter Wasser, aber... Ah, okay. Cheater. Wollte mal ein Horn bauen. Horn of the... wo sind denn die Living Woods? Die Living Woods, die müssen irgendwo in der Kiste sein. Ah, I see. Dann bauen wir mal ein Horn. Willst du mich verarschen? Jetzt finde ich meinen Grabstein instant. Echt? Ja, ich schwimme einmal in den See und sehe direkt die Muschel, an der ich vorhin gesessen bin. Ja, was ist denn da los bei dir? Und vorhin, weiß ich, wie lange haben wir gesucht? Schon ein paar Minuten so. Hm. Hörst du das? Nee. Okay, dann kommen wir mal nach Hause. Okay, das haben wir. Und eine Dayblumen brauche ich. Warte mal. Dayblumen. Ja, das Grab bleibt dann einfach mal da unten, ne? Einfach mal verschollen. Ja, genau. Das lassen wir da, weil wir haben es ja quasi so gekriegt. Und deswegen lassen wir das. Yellow, Orange, Light Blue. Was sind das denn für komische... Viereckige Kästchen in Minecraft. Gute Frage, woher hast du nochmal das Wasser geholt? Haben wir ein unendliches Wasser noch? Nee. Wie, jetzt muss ich runterlaufen für Wasser? Unter unserem Haus ist doch ein Wasserloch. Ah ja, stimmt. Ah, oh, boah, war knapp. Oh, guck mal, das ist so cool. Hä? Alter. Dum-dum-dum-dum-dum. So. Hilfe! Kann ich dir abgeben? Jawoll! Oh, danke schön! Lol, what the fuck? Das bin ich so. Okay, ein hoher Fenster ist nicht so gut. Boah. Guck mal, ich habe 4 Ressource. Oh, cool! Lol, daraus können wir uns Fleisch machen, aber nur mit ganz vielen anderen Sachen. Ma. Ich würde sagen, ich weiß noch nicht, wofür das ist, kommt noch. How to dive. Ja, du kannst übrigens die Quest abgeben mit dem Horn. Okay. Guck mal, es gibt eine Air Pump, die dann eben so Luft sucht. Und man kann ein komplettes Taucherclip bauen. Taucheranzug, genau. Ah, that's pretty nice. Und ein Air Compressor, wow, das ist cool. Also gehen wir dann vielleicht später nochmal runter, wenn wir auch atmen können. Ja, ich glaube, das ist besser. Okay, macht Sinn. Und die Hornquest, soll ich abgeben, hast du gesagt, ne? Jo. Die ist hier. Jawoll. Mit gelb, orange und blau. Dann. Vielleicht sollten wir uns mal sowas setzen, was wir jetzt erstmal machen wollen. So, sollen wir dann mit Botania anfangen? Mal irgendwas fixieren? Ja, nicht überall so im ganzen Questbuch quer überall Quests machen, wo man machen kann. Ja, wir können ja dann quasi die erste Seite durchpimmeln, oder? Die also, das What the World Came to Be. Mhm. Weil da bin ich ja gerade dran bei den... Also da können wir zumindest gut weitermachen. Da mache ich jetzt mal die Dayblumen. Dann wären wir schon 60% fast. Krass.
Okay, warte mal. Allerdings wäre mal ganz gut, wenn wir irgendwo am besten da... Oh, da kommt ein Creeper rein, ey. Hör mal. Ist ja nicht Block-Damage? Okay, nee. Nee, zum Glück nicht. Explodiert so, ist ja nicht Block-Damage an währenddessen. Und dann... Oh, Glück gehabt, doch nicht. Weil ich dachte mir, wir machen hier vielleicht die Botania-Abteilung. Da rechts, wo der Creeper war? Ja, genau. Ja. Dann kann man hier vielleicht auch diese Drawers, oder wie die heißen, aufbauen und da dann die Sachen reintun, die Seeds, nicht die Seeds, die Blumen und so und die... Die verschiedenen? Mystical irgendwas. Okay. Weil aus jeder Blume kriegst du ja noch so ein Pedestal. So ein Stein raus, da warte mal. Guck mal, ich kann Licht machen. Bringt dir zwar nichts, aber sieht cool aus. Aber sieht zumindest hell bei dir aus. Ja. Da ist ein Skelett. Dum. Warte mal, hier könnte man theoretisch... Hast du schon eine Hexe, weißt du? Gott. Ja, so halb. Geh kaputt. Nice. Warte, ich mach mal ganz schnell den Plan, damit wir was bauen können. Ich habe die ganze Zeit so viereckige Kästchen, das ist ein bisschen komisch. Oh nein! Hexe! Oh, die kriegt sogar Schaden diesmal. Kann ich dir nicht irgendwas bringen, hör mal. Irgendwas zum Bauen oder. Warte. Also wir brauchen von diesen Drawers welche, diese nicht Drawers, warte, ich guck mal schnell. Oh nein, Hilfe! Hast du den anderen Eimer? Ja. Okay, kannst du mir den kurz geben? Ja. Du bist ein bisschen so nervös. Hinter dir. Ja, ist doch nichts. Oh. Boah, yeah. Das war knapp. So, ist auch gut, dass ich quasi erst so eine sichere Wohnung gebaut habe und dann aufmache, weil es dann schöner aussehen muss und dann kommen alle reingelaufen. Das ist ja nichts gut. Weil es gibt ja diese Pipes, die habe ich schon gebaut. Ja. Nur weiß ich nicht, ob wir damit irgendwie diesen, ne, genau den. Ob ach, damit den. Bepowern können. Boah, geht halt mir auf den Sack hier. Was denn? Ja, hier kommen immer so viele Monsters. Da ist nichts gut. So, guck mal, ich dachte, man läuft dann hier so rum und dann machen wir hier Botania hin. Dann würde ich sagen, wir gehen dann her und machen dann das so. Warte, geht das? Also bei S irgendwas konnten wir das auf jeden Fall damit powern. Bei S irgendwas zusammen. Nicht mit den Blumenkästen hier, oder? Nee, ich glaube nicht. Kannst du mal eben was... Ah ne, Pfeile brauchen wir nicht. Da hinten ist schon mal ein Creeper, Alter. Aber bekommt das Ding nicht immer von unten Wasser oder so? War da nicht was? Stimmt. Genau, unten hat was angeschlossen, habe ich doch gesagt. Geht auch nicht, schade. Wäre geht cool nicht gewesen. Nee. Guck mal, hier mache ich jetzt zur Wand. Creeper. Alter. Hör mal. Also sie macht den halbes Herz Damage. Boah, das war aber close. Close? Zack. Guck mal, das können wir machen. Das wird richtig gut. Sieht das warte gut aus? I hope so. So. Sollen wir die verwenden? Ja, ne? Was denn? Die Steine? Ne, wenn du hier um die Ecke kommst, diese Schränke. Schränke? Ja. Oder die dickeren, weil ich meine, die reichen. Oder man nimmt die Viererschränke, das wäre auch noch gut. Ich finde die eigentlich ganz cool. Oder? Das ich immer die. Ah doch, so kriegt man die raus. Mit Rechtsklick? Linksklick kriegst du jeweils eine mal raus. Okay, cool, cool. Gibt's einen Pipe? Oh, es gibt Buildcraft Pipes. Oh, nice. Nice one. Ah, du wolltest ihn quasi automatisch bepowern, ne? Ja. Also halt cool. Nur wenn es nicht kompliziert ist, aber. Scheint kompliziert. Nur wenn es einfach ist. Ja. Das ist schade. Dann wohl doch kein automatisches Ding. Ein automatisches Gerät. Botania. Warte, machen wir mal ein bisschen anders. Dann machen wir das so. Bei den Zeppelin stehen sogar Planting Guides dabei. Lol. In was für ein Feld man die aufbauen muss. Einmal eins, dreimal drei. Guck mal, hier sind ein paar Flowers für dich. Dankeschön. Hier sind ein paar. Und das Horn. Für dich. Komm mal her. Nee, warte, ich komme gleich wieder.
Könntest du denn aber auch diese Schränke, also wir bräuchten noch mehr von diesen Schränken auf jeden Fall. Ja, soll ich die bauen? Ja, von diesen schmalen. Okay. Ich suche gerade ganzen sonst, Blumen. Sonst wird's eng. Dann mache ich das mal so. Ne, warte mal, hier ist ja sowieso die Schrankwand. Die Schrankwand? Genau, ach, die mal, Schrankwand. Krieg wieder Müll. Ja, genau. Aber warte, ich kann doch nicht alles aufnehmen. Achso, Schränke wolltest du haben. Wie, genau. Wie bekommt man die denn? Kann ich gucken, ne? Mit Kisten und Slabs müsste das sein, die schmalen. Okay. Slabs. Haben wir noch? Das da müsste welche gehen. Und wie hießen die nochmal? Genau. Draws. Draw. Einfach Draws. Das waren die schmalen. Compact, genau. 1x2. Compact Oak Drawers 1x2, genau. Spruce Dark Oak Oak Drawers. Oh, warte mal, ich sehe gerade, ich habe gelbe. Oh, cool, wenn ich sortiere, dann passen sogar noch mehr rein in meinem Inventar. Cool. Ich weiß nicht, ob wir dafür genug Holz haben. Oh, Manu. Müsste ich vielleicht noch einen Baum fällen. Na gut. Ja, ich habe noch 25 Holz übrigens. Oh, dann gib. Ja. Nice. Hey, Grass. This grass is found growing underwater. Ich glaube, dafür brauchen wir einen Seed, Peter. Das von der Quest. Dafür brauchen wir einen? Ja. Ich hab Seeds. Aber irgendein Seed habe ich nur. Aber ich glaub, das ist, wir wollten ja eh nicht. Oh, ich habe eine Spinne. Irgendwelche Quests machen. Ah, hier, guck mal. Du, 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 du. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Boah, war knapp. Au. Nein, ich habe die falschen gemacht. Egal, dann müssen wir jetzt die benutzen, Peter. Wie viel hast du denn gemacht? 2x2. Also, sag mal, wie die aussehen. Ja, das sind 4 Dinger drin. Die stehen hinten. Auch schmale? Ja. Nur mit mehr Platz. Yeah. Ah, jo. Dann sollen wir vielleicht mehr von dem machen. Ja, aber wir haben nicht kein Holz mehr dafür. Okay. Nur kurz den Baum fällen. So viel Zeit haben wir noch. Ja, dann sortiere ich die mal im ein. Warte, pass auf. Was denn, wenn man die kaputt macht? Ah, ploppt alles los. Das ist gut. Aber in der Mitte kann man theoretisch das. Ne, wir lassen das so, das ist cool. Das ist cool. Bald haben ist eigentlich schön für solche Mods. Ja? Ja, kann man doch super gut alles sortieren. Also. Das stimmt. Übersichtlich. Zack. Compact. Cool wäre natürlich, wenn da noch eine Zahl dran stehen würde. Wie viele Sachen drin sind? Ja, obwohl, das sieht man, wenn man drauf guckt. Empty, empty. Ach genau, und dann stehen dahinter 8, 6 und so, ne? Mhm, genau. Zack. Okay, ich glaube, mehr kriegen wir nicht mehr zusammen. Cool. Oder? Nee. Mal ausprobieren. Kriegen nur 2 Kisten. Oh, warte mal, wir könnten. Ne, warte, reicht erstmal, glaube ich. Ja? Wir machen in der Mitte den Altar, dann sieht das ja auch so gleichmäßig aus. Okay. In der Mitte den Altar. Ich glaube, wir können fast schon Bett craften. Schon. Bald. Dann stehen wir nicht irgendwo im Wasserloch, wenn wir sterben. Das ist gut. Ah, sauber. Dann zerlegen wir die mal eben. Zerlegst davon haben wir echt viele, ne? Obwohl wir nur diese komischen Dinger auf die Wiese geknallt haben. Ja, weil wir das so oft ausprobiert haben. Ja, gut. Weil wir uns, als wir das Problem hatten, einen Sapling zu bekommen, waren wir so schlau und haben keinen Bone Meal auf Gras gemacht, sondern Fertilizer auf Dirt. Und dadurch haben wir immer nur Botania-Sachen bekommen. Ja. Ich bin so, hä, das geht gar nicht. Aber warum? So, okay. Ja, dann würde ich fast schon wieder sagen, was ist was von der heutigen Folge? Jetzt haben wir ein Botania-Bereich. Bereich, genau, das klingt ein bisschen besser. Ja, nice, da ist er. Okay, wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder bei Regrowth zusammen mit dem Peter. Hallo. Andersrum. Das war's halt für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen. Tschüss. Tschüss.